Seit einer halben Stunde halten zwei maskierte Männer die Deutsche Bank in der Prinzregentenstraße besetzt. Wir wollten richtige Gangster sein. Wir wollten ein richtiges Ding drehen. Und dass es so ausgeht, daran hat keiner von uns gedacht. Er endet tödlich. Der erste Banküberfall mit Geiselnahme in Deutschland. Ein Verbrechen, das die Bundesrepublik verändern wird. Vor den Augen tausender Schaulustiger, der Münchner Schickeria und einer völlig überforderten Polizei findet die Geiselnahme statt. Fast 8 Stunden lang. Gegen 23.30 Uhr überstürzen sich die Ereignisse. Einer der Bankräuber geht mit erhobener Maschinenpistole zum Wagen. In dem sitzt die 20-jährige Geisel Inge Dreppel. 8 Sekunden lang schaut die Polizei zu. Erst dann, als der Bankräuber in den Wagen steigt, eröffnen die Beamten das Feuer. Auch der Geiselnehmer schießt. Er stirbt, wenig später Ingrid Reppel. 3 Kugeln treffen sie tödlich. Das war der größte Schock, den ich überhaupt in meinem Leben erlebt habe. Bildlich war das so, als wenn ein Vorhang aufreißt und die Realität mit voller Gewalt hereinbricht. Dmitri Todorov, der zweite Bankräuber, damals 24 Jahre alt. Ich wäre nie reingegangen, wenn ich auch nur geahnt hätte, dass es so ausgehen könnte. War sehr naiv. Wir haben geglaubt, wenn wir Geiseln haben, dann ist die Polizei absolut wehrlos. Ein fataler Irrglaube, denn die Geiselnahme endete im Kugelhagel. 50 Jahre später bleibt noch immer die Frage, war der Schießbefehl notwendig oder fahrlässig? Ein Mittwoch im August 1971, 15.55 Uhr. Hans-Georg Rammelmeier und Dmitri Todorov betreten maskiert und schwer bewaffnet eine Bankfiliale in der Münchner Prinzregentenstraße. Die Bankräuber nehmen alle als Geiseln. Einige dürfen gleich wieder gehen, doch 6 müssen bleiben. Arvid Semmerak sperrt damals als junger Polizist den Tatort ab. Es war eine Stimmung von Leuten, die abenteuerlustig waren. Die wollten was erleben, gell? Und haben sich unterhalten, untereinander skandiert, manchmal gesagt, hängt die auf, lyncht die doch oder so, ne? Am Tatort versucht Polizeipräsident Manfred Schreiber, den Einsatz zu koordinieren. Wagen umkehren, Wagen darüber stehen. Geschossen wird nicht jetzt, Wagen umdrehen. Professionelle Präzisionsschützen gibt es damals nicht. Schreiber sucht Männer aus, die Jäger sind und schickt sie in eine Kiesgrube zum Schießen üben. Währenddessen läuft die Geiselnahme. Die Polizei ist vollkommen überfordert. Einen Banküberfall mit Geiselnahme hat es noch nie gegeben. Es gibt keinen Einsatzplan, es gibt keine ausgebildeten Scharfschützen. Trotzdem beziehen mehrere Polizisten mit Gewehren in der Nähe Stellung. Gegen 19 Uhr stellt die Polizei einen dunkelblauen BMW vor der Filiale ab. Das alles vor den Augen der Münchner High Society. Die beobachtet das Geschehen von den Balkonen des Feinkostrestaurants Käfer. 21.04 Uhr. Köche von Käfer bereiten einen Imbiss für die Geiseln vor. Beefsteak Tartar mit Remouladensauce und eine Flasche Asbach Uralt. Ludwig Kellenhofer, einer der Geiseln, arbeitet damals als Kassierer. Die Bankräuber wählten ihn als Vermittler zwischen ihnen und der Polizei aus. Jetzt bin ich da. Nimm das Essen auf. Kellenhofer erinnert sich. Der Todorov hat mir damals kurze Zeit mal die Pistole am Kopf gehalten und hat gesagt, wenn ich nicht tue, was er sagt, dann wird es schlimm. Aber man hofft, dass man dann natürlich heil die Situation übersteht. Ja, und dann ist es losgegangen. Ne? 1,5 Stunden nach Ablaufen des ersten von den Bankräubern gestellten Ultimatums gegen 23.30 Uhr wird in einem Sack das geforderte Lösegeld in Höhe von 2 Millionen vor der Banktür niedergelegt. Zuerst habe ich das Geld rausgebracht, also das Auto, und dann muss ich die Kollegin, also die hat da Augen verbunden worden, und dann muss ich die zum Auto führen. Die war sehr gefasst. Warum Ingrid Reppel als Geisel für die Flucht ausgewählt wurde, ist bis heute unklar.
Zeugen sagen später aus, dass sich die 20-Jährige und zwei weitere Geiseln freiwillig zur Verfügung gestellt hatten. Mit dem heutigen Wissen, dass das Ganze tödlich endet, schwer nachvollziehbar. Vielleicht kann uns da Lydia Benecke weiterhelfen. Sie ist die Kriminalpsychologin in unserem Team. Dass einige der Geiseln die Gefahr unterschätzten, hing auch damit zusammen, wie sich die Geiselnehmer in den Stunden zuvor verhalten hatten. Sie hatten beispielsweise am Anfang der Geiselnahme einen Mann, der über Herzbeschwerden klagte, gehen lassen, gaben ihnen Essen, Zigaretten und Alkohol. Sie vermittelten also den Eindruck, dass sie eine gewisse Rücksicht auf die Geiseln nahmen, und das erweckte offenbar in den Frauen, die sich meldeten, die Zuversicht, dass ihnen auch nichts geschehen würde. Zurück zum Tatort. Während Ingrid Reppel mit dem Geld vom Bankraub im Auto sitzt, holt Kellenhofer die 2 Millionen D-Mark Lösegeld und verstaut sie im Wagen. Ich hab gedacht, ja, die fahren weg jetzt, bringen das Geld weg. Rammelmeier verlässt die Bank. Ich denke mir noch, um Gottes Willen, wie kann der ungedeckt da rauslaufen? So, jetzt kommt er. Sehen Sie? MP, Pistole. Ne? Links in der linken Hand die MP, rechts die Pistole. Jetzt hätte man schießen können. Ne? Tja, er ging bis zum Auto. 8 Sekunden ist Hans-Georg Rammelmeier ungedeckt. Erst dann schießt die Polizei. Und auf einmal fielen die Schüsse. Ja, da bin ich natürlich schnell in die Bank wieder rein und in meine Kassenbox, weil die Kassenbox war ja schusssicher. Die Polizei feuert aus Gewehren und Maschinenpistolen. Auch Rammelmeier schießt. Das waren sehr, sehr viele Schüsse. Auch Querschläger, die wären gefährlich für die Leute, weil die zu nah dran waren. Darum haben wir uns dann auch versucht, die Leute noch zurückzudrängen, aber das ging nicht, waren zu viele. 23.55 Uhr. Die Polizei stürmt die Bank, befreit die letzten 3 Geiseln und nimmt Dmitri Todorow fest. Er benutzt noch eine Geisel als Schutzschild, schießt in Richtung der Polizisten, erst dann ergibt er sich. Ihn erwartet eine lebenslange Freiheitsstrafe. Bis heute bleibt die Frage, warum wurden die Geiseln dermaßen in Gefahr gebracht? Man erkennt die Unprofessionalität, die dort damals herrschte. Entweder hätte man den Geiselnehmer quasi auf dem Weg zum Fahrzeug erschießen müssen. Das nennt sich inzwischen den finalen Rettungsschuss. Oder aber man hätte darauf verzichten müssen, weil es gilt ein eherner Grundsatz, man darf die Geiseln nicht gefährden. Doch genau das ist bei der Geiselnahme passiert. Ingrid wurde von 3 Schüssen getroffen. Wer hat die junge Bankangestellte erschossen? Die Polizei oder der Geiselnehmer? Bis heute hält sich die Version, dass niemand abschließend wisse, wer Ingrid Reppel getötet hat. Aber wie kann das sein? Ist bei Schusswunden tatsächlich nicht zu klären, von wem sie stammen und welche letztlich zum Tod geführt hat? An der Münchner Uni treffe ich Oliver Peschel. Er ist Rechtsmediziner. Der Rückschluss von einer Schusswunde auf die Schusswaffe ist etwas, was in Krimis ja ganz häufig dargestellt wird. Der Rechtsmediziner, der kommt und nicht nur die Todeszeit schon gleich auf die Minute genau sagen kann, sondern der auch noch sagen kann, mit was für einem Projektil und was für einer Waffe der Betreffende erschossen worden ist. Das ist so nicht möglich. Doch bei Ingrid Reppel wurden Projektile gefunden. Wenn man das Geschoss hat, dann hat man sehr gute Möglichkeiten, auf die Schusswaffe zu schließen. Im Fall des Bankraubs konnten alle Waffen der Täter sichergestellt werden. Den Ermittlern lagen die Geschosse vor. Die konnten auch identifiziert werden als Geschosse aus dem Revolver stammend, den tatsächlich der Täter Rammelmeier in der rechten Hand geführt hat. Damit ist klar, dass Rammelmeier Ingrid Reppel erschossen hat. Aber wie kann das sein? Zu dem Zeitpunkt war er ja selbst schon tödlich verletzt. Auch bei tödlichen Verletzungen bleibt oft eine Handlungsfähigkeit. Und wenn es nur etliche Sekunden sind, dann ist dieser Zeitraum durchaus ausreichend, um beispielsweise selber noch Schüsse auf eine Geisel oder auf andere Personen abgeben zu können. Der Geiselnehmer ist schuld an Ingrid Reppels Tod. Aber trifft die Einsatzleitung eine Mitverantwortung? Hat die Polizei Ingrid Reppel einem zu hohen Risiko ausgesetzt?
Erklärungsversuche vom damaligen Oberstaatsanwalt Sechser, der die Einsatzleitung innehatte. Es war die generelle Weisung erteilt worden, dass das Leben der Geiseln unter keinen Umständen durch den Scharfschützen gefährdet werden dürfe. Es ist auch in Richtung gegen die Täter gesagt worden, sie dürfen nur kampfunfähig geschossen werden, so es die Umstände zulassen und es das Leben der Geiseln, die ja unmittelbar bedroht waren, auch rechtfertigt. Die Frage ist nun, haben es die Umstände zugelassen? Die Umstände haben es notwendig gemacht, das Feuer zu eröffnen. Bis heute sehen das viele anders. Nun, es sind strategische Fehler gemacht worden. Es ist aber eben auch tatsächlich in der Situation, wo der Schuss abgegeben worden ist, in Kauf genommen worden, dass die Geisel eben schwer verletzt oder gar getötet wird. Und das erfüllt eben den Straftatbestand der entweder schweren Körperverletzung oder fahrlässigen Tötung. Es war ein zu großes Risiko, das sagen die Kritiker. Gegen den Oberstaatsanwalt Erich Sechser gehen mehrere Strafanzeigen ein. Und auch der Vater von Ingrid Reppel stellt Strafanzeige wegen eines Vergehens fahrlässiger Tötung. Doch die Ermittlungen werden eingestellt. Weder Einsatzleiter Sechser noch Polizeipräsident Schreiber müssen sich vor Gericht verantworten. Es hätte zumindest einen Prozess geben müssen, in dem dann offen und für alle transparent das aufgearbeitet wird. Das wollte man vermeiden. Andererseits haben wir durchaus auch heute noch dieses Problem, dass polizeiliches Fehlverhalten nicht immer zu einer Anklage führt. Der erste bewaffnete Banküberfall mit Geiselnahme in der Bundesrepublik endet tödlich. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft haben je Verantwortung übernommen. Todorov bekommt lebenslänglich. Ein hartes Urteil, wenn man bedenkt, dass er niemanden getötet hat. 22 Jahre ist er im Gefängnis. Doch die Schuld am Tod der Ingrid Reppel belastet ihn viel länger. Das Ärgste, was Eltern passieren kann, ist, dass ihre Kinder zu Tode kommen. Es gibt nichts Schlimmeres. Natürlich war ich ursächlich da beteiligt dran, auch wenn ich es nicht wollte. Hast du auch mal in einer Situation gesteckt, in der du mit heutigem Wissen anders gehandelt hättest? Erzähl mir gerne davon in den Kommentaren. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo. Schau dir auch gerne dieses Video an, der Fall Marianne Bachmeier. Unsere Kriminalpsychologin Lydia Benecke zeigt dir einen der aufsehenerregendsten Kriminalfälle Deutschlands.